Hallo meine lieben Autenten. Fallen mit Sebastian, Teil 3. Sebastian macht eine Falle im Kreativmodus. Ich muss dann im, wie heißt es? Im Survival versuchen, eine Aufgabe zu erledigen, ohne zu sterben. Es steht 1-1. Jetzt kommt Teil 3 mit der ultimativen Falle. Ja. Diesmal wirst du sowas... Ohne TNT! Ohne TNT, weil ich verspreche. Genau. Diesmal wirst du sowas von sterben. Sowas von? Sowas von. Die ist zwar etwas... komplexer. Ich werde Andreas diesmal auch keine Baurechte geben, also dass er Sachen abbauen darf. Er darf lediglich Sachen craften und dann daran sterben. Das darf ich aber auch. Kannst du mir nicht auch die Rechte entziehen, dass ich sterben darf? Nee, das kann ich nicht. Kann ich jetzt sterben oder brauchst du? Nein. Diese Falle ist anspruchsvoll. Oh, okay. Also, die soll natürlich gut sein. Ein Stückchen weg. Sie soll natürlich gut sein, damit du auch dran stirbst. Und hast du Lieblingstiere bei Minecraft? Sind sie vielleicht besonders nervig? Also ich finde tatsächlich die Silberfische sehr, sehr nervig. Das stimmt. Dann wollen wir das so. Wir haben ja im ersten Video über Maps und Mods gesprochen. Und eine Map, die ich total gerne gespielt habe, die heißt Terra Spook Force. Da gibt es auch ein paar Videos von mir, die kann ich mal hier oben verlinken. Da geht es darum, dass man so zum Erdkern fliegt und so diese Flügel hat, die jetzt auch mal sind. Also diesmal muss ich mir Mühe geben, damit die nicht explodiert. Damit Andrea stirbt. Ja. Ich muss mich darauf konzentrieren, nicht dahin zu gucken. Nicht schwer. Weil nicht einfach. Ja. Also so, dann das hier. Geh doch einfach weit weg und nimm. Ich bin ja kein guter Minecraft-Spieler, aber als ich das erste Mal Minecraft gespielt habe, da gab es aber sogar nur den Kreativmodus. Da gab es den Survival gar nicht. Und, so, Sebastian. Ja, ich bin gleich fertig. Ich bin gleich ein bisschen Druck machen hier. Ja, klar. Das nennt man. Beim nächsten Mal müssen wir ein Zeitlimit einführen, in der die Falle gebaut werden muss. Ja, das stimmt. Danke, Papa. Also, ich kann ja schon mal die Regeln erklären für die Falle. Ja. Also, du musst dir gleich ein Item aus der Kiste holen. Ja, darf ich schon gucken, oder? Nein. Okay. Das werde ich dir dann noch sagen, das Item, das du holen musst. Ja. Dieses Item musst du dann brauchen. So, jetzt muss der Beta-Versionstest her und dann bin ich fertig. Und zwar, wenn Andreas gleich das machen will, was ich ihm sage, dann wird es hier halt das angehen. Das aus. Er wird an. Okay. Gut, dass ich noch den Beta-Versionstest gemacht habe. Okay, noch einen Fehler gefunden. Ja. So, jetzt muss ich natürlich. Der macht die Truhe heiß, dass das Essen heiß wird. Was? Jonas, zeig dich mal an der Kamera. Wir haben da Käse reingepackt und Brot. Käse? Du kannst natürlich schon die Augen öffnen. Ja, kann ich gucken jetzt. Wow, das sieht aber echt aus. Oh, da tropft es aus der Decke. Also ja, super. Rotten Flesh habe ich. Das ist ja. Ja. Der Wahnsinn. Aber das willst du natürlich nicht essen. Da drin im Raum ist eine Truhe. Ja. Du darfst nichts abbauen. Bin ich denn schon im Survival? Ja, du bist schon im Survival. Das ist ja Herz. Stimmt. Du darfst nichts abbauen. Das regnet. Achso, das regnet. Du darfst nichts abbauen. Ja. Du darfst dir Essen holen. Pass aber auf an. Pass lieber auf. Pass lieber auf. Was? Wo bin ich? Ich sehe nichts. Was ist passiert? Das wäre jetzt eine detaillierte Geschichte. Also bin erstmal herzlichen Glückwunsch für dich. Damit. Wobei ich zugegebenerweise auch keine Chance habe. Ich habe gesagt, ich muss die Truhe aufmachen. Ja, so meine Regeln. Also das Öffnen von der Truhe hat ich bin jetzt vom Signal ausgelöst. Papa, also, ich fange am besten an. Wieso? Ich fange am besten an damit, wie. Also ich Ach, und da bin ich reingefallen da unten. Da unten. Was war das denn? Das ist Wasser. Und Wasser spült halt Fackeln weg. Ja. Und auf Fackeln kann man Sand setzen. Und Sand fällt runter.
Es ist so ein toller Minecraft-Feature, dass halt Kinder über Fackeln Sand platzieren kann. Ja. Das kann man dann natürlich hochziehen. Wenn diese Fackel dann weggebracht wird, fallen die anderen runter. Okay, das ist quasi in Sand begraben quasi. Dann kann man das natürlich hochziehen. Eigentlich dachte ich, dass ich da mehr brauche, deshalb hat das auch so lange gedauert. Ja. Weil ich den Turm halt so hochziehen musste. Aber es hat doch nicht so lange gedauert und deshalb, Und wie bin ich da unten hingekommen? So. Da durch die Truhe, durch die geöffnet wurde, wurde das Redstone-Signal hier aktiviert. Und dadurch habe ich hier eine Glocke gebaut, die das, also die durchgehend gepowert. Ja. Man kann die auch, wenn man die weiter so macht, dann kann man das auch machen, dass sie nur immer einzelne Redstone-Signale abgeht. Okay. Also eine Glocke ist etwas, was regelmäßig Signal. Aber hier wird halt die ganze Zeit ein Redstone-Signal ausgesendet. Lass doch die Falle für andere. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber es ist halt in meinem Kopf ein tolles Feature. Und dadurch wurde halt diese Redstone-Falle deaktiviert, wie schon in der ersten Falle. Und dieses Redstone hier bepowert die Kisten, oder bepowert die Kisten halt. Mhm. Bepowert die Redstone-Falle hier, die dann halt die Kisten ausmacht. Den Kisten ausmacht. Und wenn man dann halt, ich erkläre euch zuerst, wie das mit dem Wasser funktioniert. Und wenn da hier unten habe ich das gleiche halt gebaut, war halt mit dem anderen bisschen, der hier halt ausgefahren sein soll. Dann habe ich hier keine Redstone-Fackel mehr. Und diese drückt halt das Wasser weg, da kann halt kein Wasser durchfließen. Und wenn das gemacht wird, fällt halt die Fackel weg und dann mit dem Wasser schmiert der Fackel weg. Ach, und das war der das Loch im Boden. Ich bin ins Bodenlose gefallen. Ja. Und als Sohn halt das gemacht hat, die Polster das Potato rausgenommen, ist der Sand nach unten gefallen. Und das hat sich verschlossen. Und selbst wenn du dich auf diesem Block hier gerettet hättest. Ach, das auch noch. Wärst du irgendwann an Hunger gestorben. Da hast du aber echt an alles gedacht. Ja, natürlich. Nicht schlecht. Okay, das war Falle Nummer 3. Ich habe verloren gegen Sebastian. Vielen Dank für die Fallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, wenn dem so ist. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Abonnieren. Und den Kanal abonnieren. Aber wir sollen noch weitermachen. Wir sollen noch weitermachen? Ja. Wenn wir noch weitermachen sollen, dann schreibt das mal in die Kommentare. Dann gibt es demnächst neue Videos mit Sebastian und mit neuen Fallen und mit anderen. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Hallo, da sind wir wieder. Bis dann und... Nein, nicht los! Kaboom!